Willkommen zurück zu Skyrim, wo wir jetzt endlich mal geheilt sind von unserem Vampirismus-Scheiß. Und ich inzwischen auch nicht mehr weiß, was wir machen wollten. Aber wir gucken jetzt einfach mal auf die Karte, weil hier gucken wir gerne mal rum, was wir denn überhaupt tun wollen und tun lassen sollen und sowas. Und ich weiß jetzt gar nicht, wenn noch die ganzen Nebenquests aktiviert. Das ist hier bei dem Magier-Ding, ist der Mehrwacht, wollen wir auf jeden Fall noch nicht hin. Verschiedenes. Hier habe ich doch noch hier Brynjolfs Plan. Kann ich doch mal aktivieren hier. Die Badenakademie brauche ich jetzt nicht wirklich. So. Jetzt gucken wir mal. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Was ist denn da dran? Hier hätten wir so einen Drachen, den könnten wir mal töten. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir haben hier immer noch das, wo wir nicht weiterkommen. Wir haben hier irgendwo was. Triff Abolstein. In der Festung Nordwacht. Das könnte man machen. Wo ich glaube, das war auch irgendwie. Irgendwas Böses war da auch. Sind immer so viele böse Sachen. Hier ist noch das mit dem Nesselfluch. Das kann ich noch knicken. Dann haben wir hier noch Reise nach Solstheim. Was haben wir denn da? Was haben wir hier? Das ist. Ja, stimmt. Wir haben ja den schwarzen Seelenstein. Beziehungsweise hier das Dingens. Diesen schwarzen Stern oder was auch immer das ist. Den wollten wir zurückgeben, damit wir einen schwarzen Stern oder sowas oder schwarzer Stern von Azura bekommen können. Und ja, das machen wir jetzt auch mal eben. Dass wir gesetzlose Bestien sind. Aber ja, gesetzlose Bestien am Arsch. So, hier sollen wir rein. Ich habe ja in den Kommentaren dank euch gelesen, dass ich den schwarzen Stern doch hier abgeben soll, wenn ich den haben will, sonst kriege ich daraus den weißen Stern und den will ich ja gar nicht. Ich kann euch in Azuras Stern schicken, sobald ach, nee, das haben wir ja versucht. Ich kann auch nicht in den Stern betreten, weil ich zu kacke bin. Und weil ich zu kacke bin, brauche ich ja mehr Resistenzen auf meine ganze Rüstung. Und das bedeutet, wir müssen von irgendwoher Rüstung und sowas bekommen und wir müssen. Ach, herrje. Wir brauchen so vieles. Mehr was dafür sorgt, dass wir was aushalten. Wir brauchen auch hier Zauberseelenfalle auf eine Waffe und sowas, damit wir halt. Ne? Und so, weißt du Bescheid. Ist quasi so viel, was wir zu tun haben. Die Frage ist nur, wo fangen wir damit am besten an? Wo fangen wir an mit besserer Rüstung, beziehungsweise die Zauber dafür? Ah, es sind so Fragen über Fragen. Ich guck mal kurz ins Inventar. Es wird hier anscheinend eine Folge, ohne dass ich großartig Sachen mache. Aber so muss halt auch mal sein. Ich muss halt gerade mal gucken, wo kriege ich denn die ganzen Resistenzen her und all so ein Scheiß. Vielleicht sollten wir mal nach Weißlauf reisen. Weil, zum Arkan-Gedöns-Dings da, Bumster. Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das? Ich habe mich jetzt gerade hier mal verguckt. Nee, das ist nicht hier. Das ist hier weiter runter. Da, Weißlauf, Drachenfeste will ich hin. Direkt in die Drachenfeste am besten. Zu diesem komischen Zauberer. Vielleicht hat er ja irgendwas zu verkaufen, was uns weiterhilft. Nicht wahr? Ach ja, es ist ja, ne? Wenn man das nur einmal die Woche spielt oder sowas, manchmal auch noch weniger, dann hat man schon mal keine Ahnung, was man eigentlich hier tut. Naja, gut. Wir versuchen unser Bestes daraus zu machen und ja, mal gucken. Also allein für die Hexen, die uns da erwarten, brauchen wir mehr Feuerresistenz und Blitzresistenz. Ich glaube, Feuer etwas mehr. Und das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig. Wir gucken erstmal nicht, was wir im Alchemie-Dings machen können, obwohl wir könnten. Nee, können wir nicht. Okay, dann Alchemie aber beenden hier. Obwohl wir könnten natürlich Alchemie skillen, aber das will ich jetzt gar nicht. Ich will jetzt eigentlich mal Arcana-Verzauberer hier entzaubern. Was haben wir denn? Das haben wir. Einmal hier entzaubern. Sehr schön. Und das hier mal eben auch. So. Aber das haben wir Verzauberung ein bisschen verbessert hier. Verzaubern können wir im Moment. Blitzschaden, Feuerschaden, Frostschaden. Also wir können eigentlich ziemlich viel was
sowas angeht, machen. Wir haben noch keine Feuerresistenz oder sowas und Feuerresistenz wäre an sich schon nicht schlecht. Obwohl, wir könnten auch erstmal Frostresistenz irgendwo drauf machen. Obwohl. Hier kann ich nicht auf meine Sachen machen, die ich habe. Das ist natürlich doof. Wieso kann ich das nicht machen? Ja, Verzauberung abbrechen. Achso, ich muss da draufklicken. Das ist ja schwierig, schwierig. Warten wir hier mal kurz. Das ist der nächste Morgen ist und sowas. Dass hier der Verzauberer hier mal antanzt. Und dann mal gucken, ob wir ihm was geben können, ob er uns was geben kann. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Zauber. Ja, laber keinen Müll, Mann. Für jene, die gib mir einfach mal dein Zeug, was du hast. Also wirklich, so. Was hat er denn Schönes? Er hat... Aha. Nichts mit Resistenzen. Ist natürlich doof. Ah, nee, ich brauche kein Zauberbuch. Nee, Zauberbuch kann ich irgendwie nicht gebrauchen. Seelenfalle kann ich ja nicht auf ein Dings machen. Da brauche ich ja... Muss ich ja irgendwas entzaubern, was Seelenfalle hat, um das dann quasi auf eine bessere Waffe zu machen oder sowas. Das ist alles nicht so einfach. Aber wir können ein bisschen Sachen verkaufen, ist ja auch nicht verkehrt. So, der verschlossene Raum, weg damit. Nachtigallen, weg damit. Seelenstein erstmal aufheben. Weg damit. Gekauft. Weg. Das auch weg. Was haben wir hier noch so schöne Zerstörung? Achso. Er hat nicht mehr so viel Gold. Dann ist natürlich doof gelaufen für ihn, ne? Nun gut. Wenn ihr die entsprechende Begabung er hat jetzt nichts, was mir weiterhilft, was für Zauberkunst angeht. Aber wir brauchen quasi mehr Resistenzen überall auf unserer Rüstung, sonst, kommen wir überall nun mal, wo dann auf einmal ein Zauberer ist oder sowas, nicht wirklich gut weiter. Das ist nun mal im Moment ein kleines Problemchen. Das habe ich ja von euch gelernt, anhand der Kommentare, dass ich da so Resistenzen brauche. Die Frage ist halt nur, woher nehmen und nicht stehlen. Das Reich des Geistes. Ja, halt dich's Maul, ey, das gibt's doch nicht. Nun gut, dann gehen wir jetzt einmal kurz zur Schmiede runter, wenn ich den Weg finde. Ja, das sieht schon mal nicht verkehrt aus hier. Und, wenn der da auch nichts hat, oder wenn er auch keine Sachen hat, mit denen wir dann rumspielen können, dann müssen wir immer wieder so eine Banditenquest oder sowas finden, die uns dann irgendwie weiterhilft. Weil teilweise gibt es ja wirklich Quests, da sind wir einfach zu overpowered für, obwohl wir ja mehr oder weniger auf einem relativ schwierigen Schwierigkeitsgrad spielen. Aber es gibt halt auch so Sachen, da, würde ich mir schon wünschen, dass wir das besser könnten. Nun gut, wir brauchen jetzt diese zwergischen Metallbarren. Alles mal mitnehmen hier. Vielleicht hat auch noch was anderes, was ich gebrauchen kann. Im Moment nicht. Gut, gehen wir mal zur Schmiede. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder ein bisschen was rumschmieden können, um unseren Skill quasi zu verbessern. Hoch. Ach, Lydia, ich will doch gar nicht mit dir reden. So. Einmal auf zur Schmiede. Dann zwergisch haben wir hier zum Gucken. Zum Feuer. So, diese Frage können wir eigentlich mal machen. Das ist eigentlich ganz so verkehrt. Macht hier ordentlich Schaden und, ne? Brauchen wir noch ein bisschen Feuerholz. Das heißt. Wir müssen jetzt. Irgendwie entweder Feuerholz kaufen oder Feuerholz selber produzieren. Guck mal, ob er hier sowas anbietet. Ansonsten gehen wir mal schnell nach Fußwald, weil ich weiß, da gibt es halt eine Stelle, da können wir ein bisschen oder Schaden austeilen. Feuerholz produzieren. Er hat sowas nicht. So noch irgendwas an Bekleidung, obwohl wir das schmieden uns selber, wenn. Also gut. Ja, halt's Maul. So. Öffnen wir dran.
Ich sage nicht, dass ich der Beste. Wir machen jetzt einmal kurz Schnellreise nach Flusswald und dann hacken wir mal so ein bisschen Holz. Einfach, weil dann können wir hier die Pfeile herstellen und uns gleichzeitig auch noch ordentlich skillen. Das ist alles an sich nicht verkehrt. So. Seht ihr, nur wirklich genug Pfeile herstellen, ne? Nicht nur so ein paar oder sowas, sondern halt schon so ein bisschen mehr. Deswegen hier Hackholz benutzen. Das kann jetzt nur so 2 Stunden dauern oder sowas, bis er hier genug Hackholz hergestellt hat. Aber das ist egal. Und App. So, 2x Feuerholz. So, dann nehmen wir hier nochmal so einen Klotz hier, ne? Und dann stellen wir den hier so hin, streichen den nochmal kurz. So, dann schwingen wir unsere Axt und über den Kopf und zack. Schon ist das Feuerholz gespalten. So wird's gemacht, ne? Also wenn ihr zu Hause auch mal ein bisschen Feuerholz hacken müsst, aus welchen Gründen auch immer, wenn ihr Kohleöfen habt oder sowas, schaut euch das an. So wird's gemacht und nicht anders. Nicht aus dem Kreuz heraus, sondern aus den Beinen heraus. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Einfach, weil es gemacht werden muss und weil es hier sonst kein anderer macht. Ah, schön. Holzhacken. Ach, jetzt 3 schon wieder zu viel. Willst du mich verarschen? Na gut, dass wir hier den Krimskrams-Händler haben. Wir haben ja bestimmt auch noch Drachenknochen, die wir verkaufen können. Und da trifft sich das eigentlich ganz gut. Na, also machen wir jetzt mal so eine kleinere Aufnahme, wo wir einfach mal nicht so viel spannende Dinge machen. Und zumindest heute. Ich hoffe, dass die nächste Folge ein bisschen besser wird. Aber, naja. Abwarten und einen Kakao trinken. Oder halt eventuell auch mal was anderes. Man weiß es ja nicht genau. Zack. So. Und nächstes Stückchen Holz hier. Nochmal hinstellen. Drum streicheln. Und Axt heben, Axt heben, Axt heben. Und senken. Zack. Ach ja. Holzhacken ist schon was Feines. Kann nicht jeder, muss auch nicht jeder können. Ich höre eine Fliege, die hier rumsummt. Das gefällt mir nicht. So, einmal noch und dann sollte es eigentlich auch schon reichen. Hoffe ich. Wenn nicht, dann ist schlecht. Und dann, ich weiß ja nicht, vielleicht können wir auch einfach mal so durch die Gegend spazieren und gucken, ob wir irgendwo uns ein paar Gegner krallen oder sowas. Einfach mal gucken. Und dann muss ich auch mal wieder meine Waffen aufladen oder neu verzaubern oder sowas. Und mit einer guten, starken Seele verzaubern, obwohl. Das ist wahrscheinlich dann erst sinnvoller, wenn ich dann tatsächlich den schwarzen Stern habe. Nach allem, was ihr getan. Bitte? Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Wieso soll ich mit ihm reden nach allem, was ich getan habe? So, und jetzt sind wir hier mal der Langsamste und gehen mal in den Gemischtwaren-Handelsladen. Und dann hoffe ich mal, dass ich da in 3 Stunden ankomme. Dann gut, dass das nicht lange dauert. Oh, was haben wir hier? Eine Distel-Tee zum Mitnehmen. Herrlich. So. Haben wir gleich den Gemischtwarenhandel erreicht. Den Aldi-Markt hier. Und dann können wir auch gleich mal was verkaufen. Yeah. Okay. Na gut, dass ich nicht übermüde bin, weil jetzt auch schon wieder so mitten in der Nacht ist, wenn ich aufnehme. Aber das ist egal. So. Hallöle. So, ich muss hier mal verkaufen. Hallöle. Habe ich schwere Drachenknochen und so es dabei? Vielen Dank. Werf deinen Blick darauf. Ich habe keinen Müll. Nimm einfach hier. Shut up and take my money oder sowas. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ist es oder sonstiges? Ja, hier haben wir so Drachenschuppen und sowas. Drachenknochen. Was haben wir noch? Wo sehe ich denn hier gerade mal? Lass die sehe ich hier gar nicht. Ist natürlich schade. Hier, kurzeisene Kopfholzkelle brauche ich nicht. Möchtest du vielleicht ein bisschen Kleidung? Hab ich hier Handschuhe? Möchtest du eine Maske von den Typen da? Jetzt hat er natürlich nicht mehr so viel Geld. Aber vielleicht können wir gleich was von ihm kaufen. Zaubertränke zum Beispiel. Kleine Heilung ist immer gut. Regeneration ist auch gut. Ist schon mal nicht verkehrt, dann können wir noch mal ein paar Sachen verkaufen.
Ja, was brauche ich denn jetzt mal nicht? Ich brauche jetzt mal Stab der Reiserei. Pff, was soll ich damit? Hallo? Gut, was habe ich denn noch so schön? Silberne Heizkette. Weg damit. Und wie viel trage ich noch, dass ich hier, dass mir gesagt wird, ja, hier, ne? Voll Kacke und so. Holle, Massenlähmung. Holle, Schutzgeistbeschwörungen. Danke. Holle, Schreckenszug. Ist interessant. Einen weg. So, Redekunst auf 33. Wuhu. Gut. Dann schauen wir doch mal kurz, wie unser Inventar aussieht. Ich brauche eigentlich nicht so viel verkaufen. Die Frage ist halt nur, wo haben wir denn hier tatsächlich so die großen Gewichtsdinger? Und was hat alles Lydia noch dabei? Und wer ist eigentlich Paul? Also so viele Sachen besitze ich eigentlich gar nicht. Ich habe nur 2000 Schlüssel. Zaubertränke ein paar. Die ich mal loswerden könnte eigentlich, weil... Bis zum nächsten Mal. Nun muss ich dafür so 2 Tage warten oder sowas. Damit er halt wieder Geld hat. Weil die Händler bekommen ja immer nur alle 48 Stunden oder sowas neue Ware und neues Geld. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, habe ich gehört. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal hier so 2 Tage warten, so mitten im Laden. Das kennt man ja vielleicht, ne, so... Abends, kurz vor 8 beim Aldi, ne, bleibt mir auch über Nacht da, ne, und wartet dann, dass er am nächsten Morgen wieder auf hat, damit man dann nach Hause kann und sowas. Man kennt es ja. Macht mir selbst so im Real Life immer mal wieder.